Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich bin heute Susanne Wippermann. Ja? Striktes Gendern ist das, ne? Ja, ich möchte meine Kollegin grüßen, die ist leider kurzfristig erkrankt und ich wünsche ihr gute Besserung, dass sie bald wieder da ist. Ihre Aussagen, Herr Saalfelder, er ist gerade nicht da, kann ich einfach nicht so im Raum stehen lassen. Das Bild, das Sie von den Hochschulen zeichnen, entspricht nicht der Realität. Wie sieht es an den Hochschulen tatsächlich aus? 2016 werden die Gesamtausgaben für den Hochschulbereich erstmals über 400 Millionen Euro liegen. Genau sind es 418 Millionen Euro für 2016 und 421 Millionen Euro für 2017. 2011 waren es 293 Millionen Euro. Nach Adam Ries sind das fast 125 Millionen Euro im Jahr mehr. Das entspricht einer Steigerung von 42% in 5 Jahren. Selbst ohne die Steigerung der Einnahmen vom Bund bleibt es bei einer Steigerung von 97 Millionen Euro noch eben 33% gegenüber dem Jahr 2011. Wenn ich mir den Etat der Fachhochschule Stralsund ansehe, die in meiner Nähe liegt, nicht in meinem Wahlkreis, aber in meinem Dunstkreis, und die Haushaltspläne für 2011 und 2016 vergleiche, dann sehe ich hier auch eine erhebliche Steigerung des Etats der Fachhochschule Stralsund. 2011 betrug der Etat noch 12,4 Millionen Euro und 2016 wird er 15,1 Millionen Euro betragen. Das entspricht einer Steigerung von 25%. Aber auch die Steigerungen im Doppelhaushalt 2016-17 gegenüber dem Jahr 2015 sind erheblich. Und ich verrate hier nicht zu viel, wenn ich sage, dass die Koalition dem zustimmen wird. Allein gegenüber 2015 steigt der Etat über die Kapitel 770 bis 778 des Einzelplanes 216 um 28 Millionen Euro. Das sind 3% mehr für den gesamten Bereich. Die Hochschulen profitieren mit einer Steigerung von 3,9% sogar überproportional. Sehr geehrter Herr Suhr, wie ich gestern in der OZ gelesen habe, fordern die Grünen mit 40 Anträgen zusätzliche Ausgaben von 180 Millionen Euro. Sie haben es ja heute schon erwähnt. Mit Erlaubnis der Präsidentin möchte ich ein Zitat von Herrn Suhr aus der Ostsee-Zeitung vom 15.12. vorlesen. Ich zitiere: Wir machen mit mehr als 40 Anträgen die Höhe von fast 180 Millionen deutlich, wo wir Akzente setzen wollen. Wir kommen ohne neuen Schulden aus. Sehr geehrter Herr Kollege Suhr, im Artikel wird weiter ausgeführt, dass die Grünen unter anderem für Klimaschutz und schnelles Internet jeweils 100 Millionen ausgeben wollen. Also allein diese beiden Posten sind bei mir schon 200 Millionen. Ja, ja. Nach den OZ-Zahlen, also wie gesagt, wären das nicht nur die 200, sondern 245. Gut. Ja, aber es war nur gestern, nicht? Das ist sehr zeitnah, denke ich mal, irgendwo. Die Grünen versprechen ein Land, in dem Wein und Honig fließen, aber wenn der Landtag diese Anträge der Grünen umsetzen würde, dann landen wir schneller bei Wasser und Brot, als es uns lieb ist. Und noch einmal zu Ihnen, Herr Kollege Saalfeld. Bevor Sie andere bezüglich Ihrer Äußerungen in den Finanzausschuss kritisieren, wäre es einmal angebracht, vor der eigenen Haustür zu kehren. Seit Monaten habe ich Sie nicht mehr im Bildungsausschuss gesehen. Sie haben es als hochschulpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion nicht einmal für notwendig erachtet, überhaupt bei der Abstimmung Ihrer Anträge anwesend zu sein. Dies kenne ich von meinem Kollegen und Finanzausschussvorsitzenden Herrn Koplin anders. Dieser ist regelmäßig anwesend und war als Ausschussvorsitzender in der letzten Zeit ebenfalls stark eingebunden. Ich switche jetzt um. Ich bin jetzt nicht mehr Susanne Wippermann, ich bin jetzt Ingolf Dönig. Der kulturpolitische Sprecher meiner Fraktion.
Ich will kurz etwas zur Finanzierung des Landes sagen. Es wurde ja auch schon darüber gesprochen, die 2 Millionen, jedes Jahr zusätzlich für die Kulturförderung. Das sind fast 25% mehr als 2015. Bei dem ganzen Umfeld, dass die Opposition um das Theater- und Orchesterveranstaltungen kommen mir viele Kulturschaffenden zu kurz. Mir kommen die Kulturschaffenden zu kurz, die eben nicht in einem der 4 großen Häuser arbeiten, die in Literaturhäusern und in kleinen Museen hauptamtlich oder ehrenamtlich für die Kultur da sind. Und dass wir aufgrund unserer soliden Politik nur diesen Personenkreis zusätzlich fördern, liegt mir und meiner Fraktion besonders am Herzen. Herr Koppelin, Sie hatten vorhin erwähnt die Veranstaltung Neubrandenburg. Das war eine Veranstaltung der Koordinierungsstelle zum Erhalt schriftlichen Kulturgutes. Ich wollte es nur noch mal ergänzen, dass Frau Hartwig dort mal ausführte, wenn wir 1% jährlich schriftlichen Kulturgutes sichern, dann kostet das in der Bundesrepublik 63 Millionen jedes Jahr. Und so viele Jahre kann man sich das dann ausrechnen. Zu der Theater- und Orchestersituation möchte ich jetzt keine Ausführungen machen, weil morgen ist ja in der Kanzlei ein Treffen. Und dort bin ich gespannt, was dann morgen ist. Ich will da heute keine Spekulationen führen darüber, damit ich jetzt nicht mit irgendwelchen Ideen vorprelle und mich noch vor Ministerpräsidenten, Minister setze mit meinen Gedanken. Ich warte dann morgen ab. Also, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.